Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir ja diese schöne Kuppel hier gebaut. Und jetzt sind die ersten Personen, genauso wie ein paar Hydrosysteme und alles mögliche, auf dem Weg hier. 12 Passagiere. Diese Rakete landet hier in der Nähe sogar ab sofort, weil die hat natürlich dabei, die da 4 landen. Und die hier muss, die kann schon auf dem neuen geebneten Terrain landen. Da kommt die Passagiermaschine runter. Wir haben jetzt den ersten Menschen auf dem Mars. Wir sind vorne. Und jetzt haben wir natürlich auch die nächsten Wasservaporatoren erhalten, weil wir jetzt im Minus wären, rein theoretisch vom Wasser, von der Wasserproduktion her. Wir haben jetzt genug Sachen auch fürs Erste, wie scheint. Die Enten sind schon draußen und jetzt wird sich halt nochmal drum gekümmert. Diese Wasservaporatoren, die wir brauchen unbedingt, die müssen jetzt hier angeschlossen werden. Können wir jetzt ringen? Wie viel haben wir noch? 5 Stück. Na, dann können wir nicht auch in die Sauerstoffproduktion nur so ein bisschen gehen. Und ebenes Terrain. Da geht auch nichts. Zeig, dann werden die hier hinten noch aufgestellt. Ein neuer Anfang. Voll Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf dem roten Planeten angekommen. Die nächsten 10 Sols stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns, zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischen Abenteurer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt, die Anfang zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Denn die Gründerkolonisten müssen 10 Sols überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen können, okay? Tipp, die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen, um den Komfort der Gründer oder durch Servicegebäude so weit wie möglich zu erhöhen. Ha, habe ich schon gebaut. Ich habe gedacht, das wäre eine Notwendigkeit. So, okay. Unbestätigte Wirtschaft. Unser Sponsor informiert uns über wirtschaftliche Veränderungen. Der Preis einer wichtigen Ressource wird bald erhöht. Wie sie herausstellt, wirkt sich ein Aktiensturz auf unserem Heimatplaneten auch hier auf dem Mars auf. Effekt, der Importpreis für Nahrung wird 5 Sols um 100% erhöht. Doch wir können den Preis erhöhen, es wird um 50% erhöht. Okay, da können wir eh nichts anderes auswählen. Aber wir sind gut dafür vorbereitet, würde ich sagen. Ich glaube, uns wird es schon nicht so hart treffen. Wir haben gerade noch Wassergeneratoren geholt in Masse. Wenn die alle am Laufen sind, sollten wir eine positive Bilanz haben, auf jeden Fall. Wasser produzieren wir 4,8. Haben wir noch so einen Treibstofftank? Und was fehlt denn jetzt? 2 Treibstoffraffinerien haben wir mittlerweile auch nicht schlecht. Ich platziere mal einen hier. Und einen direkt daneben. So. Dann können wir nicht anfangen, die Raketen wieder zurückzuschicken, die wird uns jetzt mittlerweile hier verstauben. So. Wie schaut's mit dem Essen aus? Nachts, oh, minus 80 mittlerweile in der Nacht, das ist natürlich ordentlich. Aber wir haben 90 gespeichert, wir machen 2,6, das ist der, wir produzieren also 4 gegenüber.
Neues Spezialprojekt sieht, die Satellit startet, okay. Resources are low. Zu 2 Stunden hält es noch. Was? Oh, shit. Windräder. Wir produzieren jetzt mal einige Windräder. Schauen, dass die ein bisschen gegensteuern, der großen Stromverbrauch, den wir jetzt hier angesteuert haben. Und Lebenserhaltung. Wegen dem Stromverbrauch. Holy shit. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Sonnenkollektoren. Wir brauchen Sonnenkollektoren ganz dringend. Zur Kühlung. Warum rühren wir jetzt den Backup? Okay. Wir fahren die ersten Sachen nochmal runter. So, okay. Unterkühlung noch. Wahnsinn. Ja, die Ressource ist niedrig jetzt vom Lagerstand her. Aber es sollte funktioniert haben, dass wir noch überleben können. Puh, das war knapp. Können wir trotzdem hier rein? Also hier natürlich. Das platziert ist natürlich also doof gewesen in dem Grunde dann, ne? Bauen wir hier noch eine hin. Eisenressourcen sollten wir genug haben. Kann er das da abladen? Nee, kann er nicht, schade. Also selbst wenn eine andere Kolonie kommen, jetzt zu helfen, das ist natürlich genial. Wir müssen die Stromproduktion jetzt um einiges erhöhen, einfach. Die Wasserproduktion schauen wir jetzt, dass wir so viel ausschalten, wie aktuell nicht nötig sind. So. Damit kommen wir jetzt gut durch. Genauso kommt hier noch ein Solarpanel hin. Je mehr, desto besser in dem Fall. Wir entladen mal den großen Burschen hier. Ah, der Atom. Also haben wir jetzt ein Atomspeichergerät oder was? Das ist natürlich sehr praktisch in einer aktuellen Problem. Weil das Ding hält nochmal um einiges mehr. Drohnen sind überlastet. Ja, das kriege ich natürlich relativ schnell hin. Sind noch überall so ein paar Eisenvorkommen, aber wir werden bald auf externes Eisen angewiesen sein. 2 neue Anomalien gefunden. So schaut's aus. Baubares Gebiet, ja. In der Nacht, wie lange halten wir jetzt? 5 Stunden circa. Es sollte zu bewältigen sein. Essensmäßig schaut es gut aus, Nahrungsproduktion. Wann sind die fertig? Optimale Erzeugung machen die 9,9, okay. Ich kann noch eine Phase machen, okay. Kann ich die hier hin umschalten, damit sozusagen die nacheinander arbeiten gehen?
So, bedeutet, das hat sich schon mal alles ein bisschen hergerichtet. Lagebestand niedrig an Batterien, ja, aber wir haben jetzt einen hohen Zuwachs. Huch! Naja, ey, was war? Ist wahrscheinlich mitgespielt, ne? Der ferngesteuerte Erkunder. Unser aktueller Retter immer wieder. Wir fahren jetzt aber auch wieder alles hoch. Ah, die sind eigentlich ein Stromnetz angeschlossen. Haha, da war was. Stromnetz. Da fahren wir unter der Hauptlinie einfach lang. So. Schaut's hier aus. Der saugt sich hier noch den Rest rein. Hier hinten wäre eine große Forschung. Eigentlich wäre es schon gewesen, hier hinzubauen, aber wir müssen so oder so nach hier oben, um die Wasservorräte anzugraben. Gott, das ist alles nicht so einfach, wie man sich immer vorstellt, ne? Marsianische Vegetation. Glückwunsch, du hast erfolgreich den ersten Schritt dazu getan, den Mars in ein saftiges grünes Paradies zu verwandeln. Du hast die Ressource Saatgut freigeschaltet, die von der Erde importiert werden kann. Saatgut wird spezialisierte Lagern aufbewahrt und für von Aufforstungsfabriken und offenen Farmen verwendet, um Vegetation außerhalb der Kuppel zu pflanzen. Für die meisten Pflanzen sind Fortschritte im Oberflächenwasser in der Planetenschicht. Aha. Wenn du diese Terraforming-Parameter verbessern, erhöht sich die Produktivität deiner Gebäude. Die Schwere von Natur verringert sich und letztendlich wird der Mars vielleicht ein üppiger, mit flüssigem Wasser bedeckter Planet, auf dem man buchstäblich durchatmen kann. Wäre natürlich geil, aber so weit sind wir noch gar nicht. Ich muss erstmal hier meine Ränder finden, wo ich hier was bauen kann. Damit ich von hier aus mit einem Stromkabel hinfahren kann. So. Das Krankenhaus ist gar nicht besetzt, was? Okay. Versehen ist das hier. Schaut's mit Essen aus 12 noch, okay. Wir aktivieren mal wieder ein paar von unseren Produktionen. Wir haben vorhin einfach nicht unsere restliche Produktion mit gescaled. Ist dann die Sache, wenn man das nicht mit scaled. Aber wir haben 400 gespeicherten Sauerstoff, weil selbst wenn unsere Sauerstoffproduktion mal ausfällt, sind wir aktuell auf einem guten Stand. So. Ihnen gebe ich jetzt erstmal die Aufgabe von Ebenen. Nein, eine Felsformation hätte ich da gerne nicht, sondern ich hätte halt gerne ein großes Steinlager hier erstmal. Bestand, ja. Ich versuche so nah wie möglich sozusagen hier ranzukommen, oben an diesen Punkt. Damit wir dann da vorne den Tunnel reinbauen können. Also bis hier den Tunnel dann zu setzen. Sollte hoffentlich dann funktionieren. Der Arbeitsfortschritt ist schon sehr, sehr gut. Wie es scheint. 91% hört sich doch nach schön an. So, okay. Dann müssen wir das nochmal gleich machen. Ebenen. Und jetzt können wir gleich hier nochmal anpacken. Und alles anpassen. So. Die Reichweite der Kuppel ist halt hier zum Beispiel jetzt das Problem.
Als nächstes würde ich eine größere Kuppel hier hin. Keine Kabelverbindung hier, das lässt sich ganz schnell lösen dann. Ich würde die hier so hinsetzen dann. Und dann können wir da unten direkt an den Eisenvorrat ran. Ich setze euch so hin, dann haben wir ein bisschen Abstand dazwischen. So hier. Na, ich brauche ein bisschen Abstand natürlich zur Mine auch. So. 20 Polymer ist halt wieder jetzt leer gegangen. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Bedeutet, ich müsste jetzt wieder Formel Erde für noch 90 Millionen schon. Oh, das wird eklig. Ein Safari-Ding wo ich auch nicht rentiert. Ich bräuchte eigentlich noch so einen Drohnen-Hub. Am besten jetzt zwei, aber dann kann ich wahrscheinlich nichts mehr laden. Ich brauche halt Polymer. Selbst davon habe ich jetzt keinen Platz mehr. Nahrung ist schweine teuer, Saatgut könnte ich holen. Selbst Maschinenteile geht da nicht mehr. Die Frage ist dann, ist es nicht schlau, erstmal die Raketen zurückzubringen? Warte auf Betanken. Die ist noch nicht voll betankt. Ich habe die aus auch nicht betankt. Auch nicht betankt. Oder die betanken schon nacheinander. Was sagt er hier? Lagerraum voll. Ah, wir haben mal zu viele. Okay, das finde ich cool. Dann können wir uns aber ums Lager ausbauen kümmern. Da würde ich jetzt nämlich mal wirklich sagen, dass wir sozusagen Einzellager bringen. Und die dann auch hier anstellen. Also in die Originallager. Hier ist zum Beispiel das Lager. Dann haben wir ein Betonlager. Dann haben wir einen Nahrungsspeicher. Dann haben wir Erdmetallspeicher. Nach dem Erdmetallspeicher haben wir Polymer. Nach dem Polymer haben wir die Elektronik. Nach der Elektronik haben wir die Maschinenteile. Nach den Maschinenteilen haben wir das Treibstoffdepot. Und darauf haben wir das Saatgutdepot. Und dass es halt wirklich mal sortiert ordentlich ist. Weil dann können die jetzt mal hier ausgeschaltet werden. Und zerlegt werden. Dann müssen die das jetzt halt noch umräumen wieder. Aber wir haben das ordentlich sortiert mal. Er scheint voll zu sein und kann dann als erster direkt mal hier zum Erdmetall gehen und Ressourcen entladen. Die haben jetzt hier schon weiter geebnet. Wie ist denn die Reichweite? Immer noch da hinten. Bedeutet, ihr müsst weiter graben. Eine Rampe wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ebnen. So, die ebnen jetzt weiter. Holen dann das Gestein zurück und lagern das hier ab. Das Gestein können wir dann zum Beispiel später verwenden, hier das weiter zu flach zu machen. Was ja auch noch gemacht werden muss. Und vor allem wird das dann hier schon vielleicht hier oben ebnen und dann haben wir wirklich einen geraden Übergang. Das ist eine kleine Erhöhung, aber diese kleine Erhöhung ist natürlich wurscht. Saatgut erforscht, wir haben globale Parameter erforscht, wir haben Terraforming-Gebäude. Sind jetzt verfügbar, bauen sie, um Saatgut zu produzieren, okay. Wie schaut es denn mit meiner Forschung aus dann? Ich habe viel erforscht, planetare Erkundung, Extratorenverstärkung, KI-Erkundung, okay. Dich kann ich wie scheint zurückschicken. Verlasse das Gebäude. Die nächste Rakete hebt ab, würde ich sagen. So, die sind fleißig am Arbeiten hier. 40%. Ah, dann würde ich sagen, Leute. Milestone achieved. Was für Milestone haben wir denn jetzt erreicht? Okay, den können wir nicht mehr. Bahnbrechende Technologie. Brasilien hat das schon gehabt. Statt einer Rakete vom Mars hat Russland als erstes gehabt.
Produzierung von Nahrung. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Na gut, Leute, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. We'll be right back.